Es wird extrem viel Bohai gemacht um die heutigen Daten zur Inflation in den USA. Und man sagt, naja, wenn die einen Ticken niedriger ausfallen, dann sehen wir eine Rallye von 3%. Und wenn sie einen Ticken höher ausfallen, dann sehen wir vielleicht einen Abverkauf. Aber das ist doch alles Neues, das ist alles Lärm, das ist nicht das Entscheidende. Was aber ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist doch, dass die Märkte realisieren, dass ob die Zahl jetzt bei plus 0,5 zum Vormonat oder plus 0,4 zum Vormonat oder plus 0,6 zum Vormonat, dass die Märkte jetzt kapieren, dass diese Sache mit der Inflation nicht einfach ein linearer Prozess nach unten ist, sondern dass es Wellen sind, die hier der Fall sind. Das bedeutet faktisch, ob die Zahl heute bei plus 0,4% Inflation zum Vormonat oder bei plus 0,6% zum Vormonat reinkommt, nichts an der Herangehensweise der US-Notenbank Fed ändern wird. Sie wird die Zinsen weiter anheben. Sie wird die Zinsen wohl in 2023, wenn nicht ein ganz starker Unfall passiert, nicht senken können. Aber genau das waren doch die beiden Prämissen, auf der diese Rallye basierte. Nämlich der Fed Pivot, der ist inzwischen ausgepreist. Guckt man sich die Fed Fund Futures an, keinerlei Zinssenkung mehr in 2023. Guckt man sich die Fed Terminal Rate Expectation an, dann sind wir etwa bei 5,25% Zinsgipfel, auch das viel höher, als man vorher erwartet hat. Und gestern sahen wir eine Rallye an den Märkten, an den Aktienmärkten, aber die Fed Terminal Rate Expectations, also die Zinsgipfelerwartungen, sind weiter gestiegen. Passt irgendwie nicht zusammen, oder? Also, wie auch immer die heutige Zahl ausfallen wird zur Inflation, sie wird an der Herangehensweise der Fed nicht so wahnsinnig viel ändern. Dementsprechend würde ich auch, wenn die Zahl ein bisschen niedriger reinkommt, einer Rallye durchaus skeptisch gegenübersehen, denn wir haben jetzt schlichtweg die Thematik, dass wir sehr hohe Bewertungen nach wie vor bei den Aktien haben, gleichzeitig sehr hohe Zinsen haben, und das verträgt sich eigentlich nicht. Das ist wie am Immobilienmarkt, da sehen wir, die Zinsen gehen rauf, also gehen die Bewertungen respektive die Immobilienpreise nach unten. Für die Aktienmärkte soll das nicht gelten, das finde ich ambitioniert, aber schauen wir mal, wie es aussieht, meine Damen und Herren. Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier, ja, diese neue Gewichtung, die jetzt der Fall ist, der Warenkorb wird anders gewichtet, erstmalig in den heute erscheinenden Daten aus dem Januar. Dazu kommt, dass man für 2023 oder vielleicht, ich sage es mal so, vorher wurde das CPI, also die Verbraucherpreise, kalkuliert, indem man die Daten der letzten 2 Jahre herangezogen hat. Jetzt wird es nur 1 Jahr sein. Man verkürzt also den Referenzzeitraum, könnte man sagen. Und das ist so ein bisschen eine komplett unbekannte, wie damals bei den US-Arbeitsmarktdaten, die wir vor 1,5 Wochen bekommen haben, die so maßlos auf der Oberseite überrascht haben. Wird das diesmal auch bei der Inflationsberechnung passieren, dass wir da einen Wert bekommen, der uns völlig aus dem Stuhl haut? Keine Ahnung, aber möglich ist es. Das ist natürlich das große Risiko, das große Unbekannte an den heutigen Daten. Insgesamt kann man sagen, dass der Bereich Housing, also Shelter, Miete, Schnipp und Schnapp wichtiger geworden ist, Recreation wichtiger geworden ist, Freizeiterholung und Food und Beverages, also Essen und Getränke dagegen, Transport, also Verkehr, Erziehung und Medical Care sind ein bisschen runtergestuft worden. Nur damit Sie ungefähr eine Ahnung haben, was da diese veränderte Gewichtung in diesem Warenkorb ist. Und in der Summe ist es so, dass wir ja jetzt kürzlich gesehen hatten, am Freitag die neue Adjustierung der letzten beiden Monatszahlen, also der Daten zur Inflation aus November und Dezember. Und die sind beide nach oben revidiert worden. Das ist das eine. Insgesamt hat man auch für alle anderen Monate für das Jahr 2022 die Daten revidiert. Und es zeigt sich, dass für die erste Hälfte des Jahres die Inflation dann ein bisschen nach unten revidiert wurde. Für die zweite Hälfte des Jahres 2022 die Inflationsdaten nach oben revidiert wurden. Was dafür spricht, dass wir derzeit in einem Umfeld sind, wo die Komponenten, die jetzt stärker gewichtet sind, eher nach oben die Inflation schieben. Heute die Erwartung ja plus 0,5% zum Vormonat und 6,2% zum Vorjahresmonat. In der Kernrate 0,4 und 5,3%, dass Sie das mal im Hinterkopf behalten. Das wäre dann, wenn es so kommt, nämlich die 6,2%, der 7. Rückgang auf Jahresmonatsbasis, also im Vergleich zum Vorjahresmonat. Klar, wenn die Latte immer höher liegt, dann ist das immer schwieriger, da auch solche
hohen Prozentraten nochmal draufzulegen, aber Fakt ist doch, die Preise sind massiv gestiegen und sie steigen weiter. Das werden wir so oder so in den heutigen Daten sehen, außer die würden wirklich völlig überraschenderweise sogar negativ ausfallen zum Vormonat. Also dass die Inflation rückläufig ist. Hier sehen wir nochmal die Schätzungen, Konsens 6,2. Viele haben 6,1%, viele haben 6,2%. Es gibt dann einen Ausreißer mit 6,7% und nochmal zwei mit 6,4%. So die Analysehäuser. Schauen wir uns hier mal die letzten Daten zur Inflation an. Da waren wir bei 6,5% im letzten Monat, wie erwartet. Davor hatten wir 7,3% statt 7,4%. Oder Erwartung war 7,3%. Es wurden aber nur 7,1%, dann 7,9%, 7,7%. Sie sehen das hier. Also wir hatten zuletzt eher Abweichungen nach unten. Jetzt kommt JP Morgan's Game Plan. Also wie spielt man die ganze Geschichte? Man bezieht sich hier auf den Vorjahresmonat und sagt, okay, wenn die Inflation über 6,5% wäre, Wahrscheinlichkeit 5%, dann dürften wir 2,5 bis 3% fallen. Wenn wir zwischen 6,4 und 6,5 sind, dann würde es eher leicht nach unten gehen. Wenn wir bei 6,0 bis 6,3 sind wir eine 65% Wahrscheinlichkeit, also das Wahrscheinlichste, dann dürften die Märkte nochmal 1,5 bis 2% steigen. Und wenn wir unterhalb von 6% sind, dürften die Märkte 2,5 bis 3% steigen. Wie gesagt, ich halte das alles für ein bisschen heißen Wind, denn entscheidend ist doch, dass das Thema Inflation nicht abgeräumt ist, was eigentlich schon mental abgeräumt war von den Märkten. Ob wir jetzt da 0,4, 0,5, 0,6 oder 6,1, 6,2, 6,3 haben, das ist nach meiner Auffassung nicht so der unglaublich zentrale Punkt. Insgesamt stehen wir jetzt an den Märkten dort, wo wir ja etwa Mitte Dezember gestanden sind, als damals die November-CPI-Daten Mitte Dezember eben veröffentlicht wurden. Hier sehen wir mal diese Reaktion. Es ist unglaublich schwierig vorherzusagen, wie die Märkte reagieren. Wir hatten Situationen, wo die Verteuerung, die Inflation höher war als erwartet. Erst Abverkauf, dann Rally. Wir hatten niedrigere als erwartete Inflationsdaten, dann erstmal Rally, dann Abverkauf. Also das ist sozusagen eine Wundertüte. Jedenfalls sagt JP Morgan, wie ich vorhin gezeigt habe, dass man davon ausgeht, dass der S&P 500 mit 70%iger Wahrscheinlichkeit um 1,5% steigen wird. Hier rechts sehen wir nochmal diese Revisionen. Rot hier praktisch revised und grün in diesen Charts zum Consumer Price Index Core, also Kernrate, wie auch CPI Services. Also wir sehen, der Trend geht da ein bisschen nach oben durch diese neue Berechnung der Inflation. Jetzt sagt auch ein anderes Analysehaus, ich glaube, es ist JP Morgan auch, oder ich weiß es jetzt nicht mehr, meine Damen und Herren, ist ja wurscht, wer sagt, Hauptsache einer sagt es nicht, es ist ja immer das Entscheidende, es ist ja wurscht, eigentlich wer es sagt, sondern dass es gesagt wird. Und hier sagt man, ja, also die Positionierung, die sei ja sehr bärisch, viele sind abgesichert über Kontrakte, wie man im VWIX sieht, also in der Volatilität. Der Volatilität durchschnittlich sehen wir an CPI-Tagen eine Bewegung von ja, 2,5 bis 3%. Also sehr bärische Positionierung, alle sind abgesichert. Deswegen eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass egal was passiert, so sagt dieses Analysehaus, die Dinge nach oben gehen. Aber schauen wir uns mal noch was anderes an, meine Damen und Herren. Wir haben ja dieses Zero DTE, also diese Zero Days Till Expiration Optionen, die immer bedeutender werden. Hier haben wir rechts von der Deutschen Bank mal einen Chart. 5-Day Moving Average von diesen Zero DTEs. Und wir sehen, das geht immer weiter nach oben. Das ist ein absoluter Volkssport und erklärt vielleicht auch, warum wir teilweise massive Volatilität am Markt sehen. Aber nochmal zurück. Also hier sehen wir zumindest keine sehr bärische Positionierung, denn hier haben wir es weitgehend mit Calls zu tun, also mit Wetten auf steigende Märkte. Jetzt kommt hier der Chris Harvey um die Ecke und sagt, passt es auf, der Bullenmarkt ist da, der Bärenmarkt ist vorbei. Okay, das weiß man immer erst hinterher, wenn man ehrlich ist. Aber schauen wir uns mal hier die Hedge Fund Exposure. Die Exposure der Hedgefonds zu Aktien ist jetzt in 2023 deutlich nach oben gegangen. Die waren teilweise
deutlich short, haben viel jetzt eingedeckt, sind jetzt long gegangen. Auf der anderen Seite, wir sehen ja einen der größten Short Squeeze seit dem Jahr 2016, der hier stattgefunden hat. Wir sehen CTAs, also Vermögensverwalter, sind ziemlich long only. Also es ist jetzt nicht so, dass keiner irgendwie eine Exposure zu Aktien hätte, dass alle total bärisch wären. Das ist nicht der Fall. Wir sehen Fear and Greed Index bei 71. Wir sehen das erste Mal oder den höchsten Wert der bullischen Stimmung unter Privatinvestoren seit 2 Jahren in etwa. Also es ist jetzt nicht so, dass hier wir an einer Wall of Worry nach oben steigen würden mit den Märkten. Und ich will den Fokus, das hatte ich gestern im Marketflüster schon getan, nochmal richten auf die Einzelhandelsumsätze. Inflationsdaten sind wichtig, keine Frage, wobei die Fed eher auf PCE als auf CPI achtet, aber schwamm drüber. Aber das wird natürlich sehr wichtig. Sollten die morgigen Retail-Sales, die Einzelhandelsumsätze, so reinkommen, wie sie die Bank of America erwartet, die ja mit Kreditkarten etc. etc. sehr gute Einblicke in das Konsumverhalten hat, dann dürfte es so sein, dass im Januar der Konsum maßgeblich noch angezogen hat. Inflation, Sie wissen es, ist auch eine Folge von zu viel Nachfrage bei zu wenig Angebot. Wenn alle etwas haben wollen, dann kann der Verkäufer es sich leisten, die Preise anzuheben, weil die Leute eben bereit sind, es dann zu bezahlen. Wenn keiner etwas will, dann muss der Verkäufer die Preise senken. Sie verstehen die Logik, die dahinter steht. Das kommt am Mittwoch, das wird sehr, sehr wichtig. Bowman von der Fed hat gestern gesagt, ja, wenn wir 2 Möglichkeiten haben, entweder wir haben die Gefahr, zu sehr die Geldpolitik zu straffen, oder wir haben die Gefahr, dass wir zu wenig gegen die Inflation machen, dann ist die riskantere Variante, zu wenig gegen die Inflation zu machen, eigentlich eine klare Ansage. Jetzt wird es so sein, dass die Obertaube, die Oberdorf, Uberdorf, wie sie teilweise genannt wird, nämlich Lael Brainard, selbst der FED-Chef, Vizechefin, und das erst, glaube ich, seit 15 Monaten, ja. November 2021 muss das gewesen sein, dass die jetzt offiziell wohl von Joe Biden als Top-Wirtschaftsberaterin auserwählt wurde. Damit würde sie dann ausscheiden aus der Fed und eben dann für das Weiße Haus eine zentrale Rolle spielen. Müsste dann ersetzt werden. Durch wen wäre die Frage? Und wenn wir jetzt nochmal zu den Dingen des gestrigen Tages kommen, überall Pluszeichen. Wir sehen eigentlich das, was man bei Risk On immer sieht. Technology, Consumer Discretionary sind ganz oben. Utilities, Healthcare, hier diesmal auch Energie weiter unten. Das Erstaunliche bei dieser Rallye allerdings ist, dass die Fed Terminal Rate Expectations weiter nach oben gegangen sind. Also die Märkte gehen jetzt davon aus, dass die Fed die Zinsen ja mindestens bei 5,2% haben wird. Wir haben eine zunehmende Entkoppelung zwischen den weiter steigenden Zinsen und den Märkten, die das nicht einpreisen, die auch eigentlich die derzeitige Gewinnrezession nicht einpreisen. Warum? Man hat Spaß, Geld. Apple miese Zahlen, nur ein bisschen runter und dann kaufen wir es wieder rauf. Ne? Warum auch nicht? Es ist ja, es kann ja besser werden, ist vielleicht die Überlegung. Deswegen bleibt Mike Wilson und einer meiner allerbesten Freunde, Marco Kolanovic, die bleiben im Camp der Skeptiker. Ich bleibe auch voll positioniert wie seit Tagen, meine Damen und Herren. Und wir sehen, dass die Margen zurückgehen. Wir haben eigentlich eine eher sehr mäßige bis schlechte Gewinnsaison, Berichtssaison gesehen in den USA. Das wird von, wie gesagt, den Märkten bisher noch nicht so wirklich bepreist. Und hier sehen wir nochmal, wir haben jetzt das größte Gap, die größte Lücke zwischen dem, was Konsens war, und in dem, wie die Zahlen reinkommen seit dem Jahr 2008. Okay, das kannst du eine Zeit lang ignorieren. Die Märkte sind eine Voting Machine, sind eine Abstimmungsmaschine im kurzen Zeitfenster und sind a Waiting Machine on the long run und sind eine Maschine, die dann wirklich die Dinge fundamentaler betrachtet, auf die Waage legt und entweder für zu leicht oder für richtig befindet. Dementsprechend ist es eben so, im kurzen Zeitfenster ist Sentiment, ist solche Mechanik wie mit diesen Optionen sehr wichtig. Mittelfristig wird sich die Logik dann doch durchsetzen. Es dauert halt eine Zeit lang, aber es kommt. Wir sehen, gestern hatten wir die New York Fed Inflation Expectations, die einmal im Monat veröffentlicht werden. Ziemlich unverändert, man ist ein bisschen
was die 3 Jahre betrifft, ein bisschen runtergegangen. Aber was da ein entscheidender Punkt ist heute oder bei diesen Daten, ist, dass die Household Income zurückgegangen ist von 4,6 auf 3,3%. Das ist der größte Rückgang, seit es diese Umfrage gibt. Dazu haben wir heute 17 Uhr Logan von der Fed, dann haben wir Harker 17:30 und Williams dann um 8. Also 3 Fed-Speaker, die dann möglicherweise auch was zu den Inflationsdaten heute sagen werden. Hier sehen wir nochmal den Nasdaq 100 gestern unter dünnstem Volumen nach oben gegangen, eigentlich stochastik bereits nach unten drehend, aber Kurse steigen, okay, kann passieren. Wir haben den Ausbruch des Dollars und der hat jedes Mal ein Top praktisch bei seinem Ausbruch hinterlassen bei den Aktienmärkten. Hier sehen wir mal den S&P 500, der diesen Trendkanal gehalten hat, jetzt erstmal nach oben prallt. Wie es heute ausgeht, das werden wir sehen. Das vermag kein vernünftiger Mensch zu prognostizieren, aber mittelfristig dürfte man sagen können, da haben wir vielleicht ein Bewertungsthema. Das sieht Mike Wilson so, dessen Analyse ich Ihnen nochmal ganz, ganz eng ans Herz legen möchte, unter dem Video verlinkt. Und zweite Verlinkung hatte ich schon mal empfohlen, aber ist heute so aktuell wie eben nie. US-Verbraucherpreise, was genau erwartet wird, was da an Komponenten vielleicht eine zentrale Rolle spielt, was tun, wieso, weshalb, warum, das werden Sie in diesem Artikel lesen. Also 2 Empfehlungen und 14:30 reinschauen, meine Damen und Herren, bei die Inflationsdaten auf finanzmarkt.de. Ich sage Servus und Ciao.